Live from Berlin, Marachovska Art. Привет. Hello. Auf Deutsch. So, wollte noch mal ein Gemälde zeigen. Draußen ist noch Tageslicht, aber es wird gleich dunkel. Dachte ich, ich habe Gemälde abfotografiert, Glasgemälde, meine kleinen Gemälde, Babyglass-Paintings. Und dann dachte ich, zeige ich schnell die anderen Gemälde. Die sind schon bereit in meinem Etsy-Shop, da kann man sehen. Und hier das Gemälde habe ich gerade gezeigt. Hier. Das Gemälde heißt Lady, Dame. Sieht man? Das sieht man nicht so gut. Ja, es ist, wie gesagt, das ist schon kein Tageslicht. Trotzdem kann man ein bisschen sehen. Und hier Aufsteller dafür kann man sich hinstellen. Und so schön sieht das aus. Na gut. Ich schalte noch andere Lampe. Das sieht man. Sieht man. Na, wie gesagt, man braucht Sonnenlicht, um das alles zu sehen. Und ich schalte noch eine Lampe ein. Gut. Dann zweites Gemälde. Heißt Berliner Bär. Mit Brandenburger Tor. Hier, Berliner Bär. Hält Brandenburger Tor. Das ist alles gemalt mit Acryl, mit Glasfarben auf Acrylglas. Acrylglas, das ist so ein Plexiglas. Das ist sehr stabil, unzerbrechlich. Das Gemälde ist 3 mm dick, das kann man nicht biegen, so stark ist das. Und dazu ist so eine Aufsteller, das kann man hinstellen. Es gibt auch größere Aufsteller, das ist Aufsteller für kleinere Gemälde. Es gibt auch so eine Aufsteller, das ist ein bisschen zu groß, das ist für Großformat. Ich habe noch Großgemälde, kann man in meinem Etsy-Shop sehen, Link oben. Und das ist zu groß dafür. Es gibt noch andere Aufsteller, aber das ist ausreichend. Ich wusste das nicht. Das ist, naja, aber naja, das geht noch. Es gibt noch andere Aufsteller, das ist gleich. Dafür eher das, diese Aufsteller. Mache ich gleich auf. Ich habe hier keinen jetzt. Kleiner Moment. Alles neu, so eine Aufklappaufsteller. Und das kann man aufklappen und so ein Gemälde hinstellen, Fensterbrett oder egal wo. Und wenn die Sonne scheint, wunderschön sieht aus. Das ist schon jetzt, ich meine, das ist jetzt Abendlicht, Abendlicht. Hier habe ich einen Scheinwerfer. Ich konnte noch ein Licht anschalten. Warten Sie, ich schalte noch ein Licht an. Sieht besser aus, ne? Noch besser. Oder schlechter. Naja. Hier, das Gemälde. Das ist jetzt in Etsy Shop. Das kann man kaufen. Das kann man erwerben. Hier. Berliner Bär. Hält Brandenburger Tor. Einmaliges Unikat. Es gibt keine zweite Kopie. So. Das ist, die Dame habe ich gezeigt. Jetzt kommt noch ein Berliner Bär. Ich bin hier in Berlin. Ich male meine Gemälde hier in Berlin. Hier. Berliner Bär, Punkbär. Hier sieht man. Das auch kann man auf so einen Aufsteller hinstellen. Das ist auch in meinem Shop. Oder ich mache andere Licht aus. Ich mache aus, oder? Das war besser vorhin, ne? Kleiner Moment. Ja, das sieht man jetzt besser. Weil dieser Licht, das spiegelt und dann sieht man nicht so gut. Hier. Und wie gesagt, mit Sonnenlicht, das ist hinten und das ist hier vorne gemalt. Und entweder man kann Aufsteller benutzen, wie ich schon gezeigt habe, hier, na, diese Aufsteller, obwohl das hält auch. Das hält auch, das ist auch sehr schön. Das wusste ich nicht. Super, super, so eine Acrylaufsteller, auch unzerbrechlich. Oder man bekommt von mir so eine Saugknöpfe, das ist auch dazu gehört, zu dem Gemälde. Doppelseitige Aufkleber, so ein Saugknopf, das kann man so, und dann auf das Fenster. Und das hält, man sieht es nicht, sieht wunderschön aus. Und wenn die Sonne scheint, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Das macht immer Freude,
die Farben leuchten und auch bei so einer Dämmerung und bei Regenwetter, die Farben leuchten trotzdem. Und wenn man so ein bisschen melancholisch drauf ist, depressiv, wenn man das Gemälde anguckt oder ein Glasgemälde anguckt, dann Freude. Wenn auch keine Sonne da ist, trotzdem bekommt man gute Laune und Freude. Das ist immer so, das sind Glasgemälde, das ist so eine Magie, Magie der Farben. Hier, Berliner Bär, so eine Dame, die steht auch hier im Hintergrund Brandenburger Tor. Hier scheint die Sonne. Die Frau ist, wie man sieht, das ist nicht aus unseren Zeiten. Das ist 20er Jahre Berlin. Hier sieht man auch Hintergrund Backstein. So stylische Frau mit so einer Stockelschuhen, mit so einem Stock. Naja, essen mag sie ja scheinbar auch. Sieht man Bauch, nur ganz groß. Naja, Berliner Bär mit so einem Zylinder. Und hier hat sie so eine Zigarre. Und das Gemälde, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei Etsy oder man kann bei Saatchi kaufen. Ich glaube, es gibt auch Postkarten. Ich mache auch Postkarten aus diesen Motiven. Deswegen, wenn Gemälde dann weg ist und manche Gemälde sind schon verkauft, bereits verkauft, aber man kann Postkarten kaufen. Wie zum Beispiel, jetzt zeige ich das Gemälde, Berliner Bär. Hier, Berliner Bär, Berlin Party Bär. Hier steht Berlin, okay, das ist spiegelverkehrt, ihr könnt nicht so gut sehen. Hier Krone, King, ja. Hier Absinth, Flasche Absinth, hier Zeichen Peace, no? Weil Berlin ist Peace. Und hier so eine Stockelschuhe, hier so eine rote, wie sagt man, Gurt. Und so Happy und Berlin. Und davon gibt es eine Postkarte. Das kann man Postkarte kaufen. Und glaube ich auch Tasse. Ich habe auch Tassen gemacht. Und das ist Originalgemälde. Das kann man auch kaufen in meinem Etsy-Shop. So, ich packe alles wieder in Tütchen rein, weil es ist immer besser, dann hält das länger. Wie gesagt, die Gemälde sind unzerbrechlich, die Farben verbleichen nicht, das sind spezielle Glasfarben. Und die kann man alle, wie gesagt, auf das Fensterbrett oder auf das Fenster direkt und, oder nur wie man möchte. So, dann gibt es, das war eine Kollektion, wie viele Bären habe ich gezeigt? 1, 2, 3, 4, jetzt kommt 5. Ich habe, glaube ich, 5 gemalt. Nee, ich habe mehr gemalt. Ich habe so eine Kollektion von Berliner Bären gemalt. Das war, weiß nicht, vor vielen Jahren. Ich meine, diese Gemälde sind 4 Jahre oder 5 Jahre alt. Hier nochmal, Berliner Bär, Berliner Punkbär, so bunt. Da sieht man öfter in Berlin. So eine Menschen und deswegen habe ich das gemalt. So eine Schuhe, wir wissen nicht, ist das Grinders oder Dr. Martens. Auf jeden Fall so eine schöne blaue Schuhe, so eine schöne Haare und Tattoos. Der macht bestimmt gute Laune, ne? So ein Bär. Und dann gibt es noch kleinere Formate. Ich habe, wie viele Bären habe ich gemalt? 7 Stück. Hier noch ein Bär. Die sind alle sehr witzig. Hier sieht man. Hier, Sie sehen jetzt blau. Und das ist Türkis. Das ist eher Türkis. Das sieht man jetzt nicht. Das sieht man nicht. Das muss man bei Sonnenlicht sehen. So wie ich sehe, das sieht Türkis aus. Wenn die Sonne scheint, Türkis, das ist nicht blau. Türkis-Orange, auch wieder Krone. Hier Piercing, hier Piercing, da Piercing. Naja, schön, ne? Hier sieht man viele in Berlin, so nach Bären unterwegs. Hier noch ein Bär, hier hält Brandenburger Tor. Ich glaube, da gibt es auch Postkarte oder T-Shirt oder ich mache noch welche. Deswegen, wenn Gemälde weg ist, dann kann ich... Dann gestalte ich so eine Reproduktion. Das sind witzige Motive, die immer gute Laune machen. Danach, es gibt, das waren 7 Stück Berliner Bär-Kollektion. Es kommen jetzt sehr außergewöhnliche Gemälde. Runder Format, das ist Acrylglas. Und hier kann ich zeigen, hier wenn man das umdreht, sieht man, das ist so wie dreidimensional. Das sind
so eine Steine, Schmucksteine. Ich habe die draufgeklebt und dann gemalt. Und wenn die Sonne scheint, sieht man, ja, nicht so ganz, aber sieht man. Das ist Acrylglas und das sind Steine und das drauf gemalt. Und das kann man auch entweder so hinstellen. Und wenn die Sonne scheint, das ist so wie Wassertropfen. Naja, das sollte so sein. Und das sieht so wie Wassertropfen. Oder sehr, sehr, sieht nach Wasser aus oder sehr kosmisch, ja? Wunderschön. Und hier entweder diese Aufstelle. Man kann aussuchen. Ich mache dann vielleicht drei Aufstelle. Man kann dann aussuchen, wenn man das nicht möchte. Dann kann man. Der ist auch unglaublich stabil, obwohl das Gemälde ist ganz schon so schwer. Weil diese Steine, das sind echtes Glas. Und sieht wunderschön aus. Und hier ist von hinten. Und wenn die Sonne scheint, das ist so wunderschön. Das gibt's doch gar nicht. Und das Gemälde ist auch im Shop, kann man sehen. Und dazu auch dann Saugknopf, wie ich gesagt habe, wenn man das möchte, direkt auf das Fenster. Guck mal, hier sieht man schon Schatten. Sieht man, nun, da ist noch ein bisschen so Abendlicht und da sieht man schon. Hier, das Gemälde, das ist im Shop. Ich habe noch zwei Gemälde gemalt. Das ist ein Türkis und einmal Lila. Das ist auch so eine Kollektion. Hier sieht man, das ist Lila. Und auch so genau dieser Steine, dieser Glassteine, Glasschmuck draufgeklebt und gemalt. Das war alles durchsichtig. Das ist gemalt mit speziellen Glasfarben. Und hier sieht man das auch wunderschön. Hier. Ich mache heute nicht so lange, weil, wie ich gesagt habe, das ist schon jetzt das Sonnenlicht weg. Hier Batterie gleich alle. Und hier ist noch ein Gemälde. Ich zeige dann ein bisschen länger. Ich muss bei Sonnenlicht Live-Übertragung machen. Da wird er erstaunen. Hier, das Gemälde ist auch im Shop. Das ist so ein Wald. Sieht man schon nicht mehr. Ne? Das ist schon dunkel, das war's. Tut mir leid, kann man nicht mehr sehen. Ja, das ist zu dunkel hier. Aber man sieht, wie das gemalt ist. Und hinten, das ist hinten, das ist vorne mit Gold, grün, braun, gelb, schwarz, Gold. Sehr, sehr schick und nobel sieht das aus, unglaublich schön. Muss man, wie gesagt, bei Tageslicht das alles ansehen. So, zeige ich noch ein Gemälde und dann gehe ich, weil das ist zu dunkel. Anderen Mal. Hier ist noch ein Gemälde. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das ein Shop ist. Das ist so ein abstrakter Expressionismus, auch gemalt. Glasfarben, gucken Sie, wie viel da gemalt ist. Ne? Wer sowas mag, das ist hinten. Und hier. So, kleiner mehr. Ich zeige gleich noch. Mit Tageslicht, nicht mit Tageslicht, vielleicht kann ich umdrehen. Moment. Dann könnt ihr sehen, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie man hier bei der Live-Übertragung umdreht. Achso, kann man, kleiner Moment. Hier. Hier kann man sehen, das Gemälde. Das ist so eine Lampe, Scheinwerfer, und hier kann man sehen. So, ich bin wieder da. Und das andere Gemälde, die ich als erster gezeigt habe, kleinen Moment. So eine Dame. Und hier, wenn dann Sonne scheint, schaut, das ist jetzt, ich habe keine Sonne mehr, aber so ungefähr sehen dann Farben, wenn die Sonne scheint. Dass es richtig leuchtet und dann kommt wunderschöner Schatten. So sieht das aus. Das mit Sonne natürlich wird das noch viel, viel schöner aussehen. Da fragt mich jemand, da ich spreche auf Deutsch und die Leute schreiben mir hier: Te откуда, ты кто, ау, ты кто? So long, don't broadcast. No, haters. Или не знаю, кто это.
Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe Live-Übertragung auf Deutsch. Wer ich bin, falls jemanden interessiert, wer ich bin, schaut oben. Hier bin ich jetzt live. Und da sollte mein Name stehen, Maria Marachowska. Und da oben steht Biografie in alle Sprachen. Und steht auf Deutsch, auf Englisch, auf Russisch, auf Spanisch, auf Portugiesisch, auf Italienisch, auf Japanisch, Chinesisch. Da steht Biografie. Und da steht auch alle Links, wer ich bin. Ich bin jetzt als Malerin hier und ich bin auch Musikerin. Und da kann man auch Konzerte sehen, Live-Übertragungen mit Konzerten, mit Glasmalereien. Und das war jetzt, ich habe Teil von meinen Gemälden gezeigt, die bereits im Shop sind. Und ich sage euch Tschüss, vielen Dank, wer zugeguckt hat. Vielen Dank meiner Kollektionäre, die meine Gemälde kollektionieren, schon jahrelang. Vielen Dank, ich wünsche euch alles Gute. Und vielen Dank an die, die meine Konzerte sehen. Und vielen Dank an euch alle. Und Haters, ich hoffe, ihr werdet meine Fans. Von Haters zu Fans. Alles Gute. Tschüss.